Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Don't Stuff. Ja, wir sind hier mitten im Nirgendwo und ziemlich nass. Ja, es wird nass hier. Richtig hardcore nass, wie ihr seht. Mein Zeugs wird bewässert und relativ unbrauchbar, vielleicht dadurch, wenn ich Pech habe. Es regnet auch extrem lange. Das ist sehr ärgerlich. Ich hoffe, der Regen hört demnächst auch mal auf, weil wir brauchen das Zeugs alles, das wir gerade sammeln. Oh, okay, ich habe die ersten Spinnennetze gesehen. Spinnennester, meine ich. Also Spinnendinger. Vielleicht können wir ja hier irgendwo Zuflucht finden. Ah, es hat aufgehört. Perfekt. Hallo, du. Hallo, du. König. Schwein. Ja, oh, wir haben hier ein paar Dinge. Jetzt müssen wir natürlich die Spinnen jagen im Dunkeln. Das ist nicht ganz so schön. Aber wo waren die denn da oben, oder? Warum bin ich denn jetzt hier lang gegangen? Weil ich die da irgendwo gesehen habe. Können wir da lang? Oder waren die nicht hier? Waren die hier oben? Ach, oben. Da müssen wir wohl nach oben gehen. Nicht zu den Schweinchen, wie ich es dachte. Ja, hier ist so ein schönes Spinnending. Ihr wisst schon. Lager von denen. Schweinen, ja. Also, wir müssen nach oben. Wir haben alles, was ihr auch braucht, glaube ich, soweit. Ja. So, davon habe ich mehr als genug eigentlich, von allem. Wir laufen jetzt mal geradeaus nach oben. Auf der Suche auch noch ein paar Bären. Wie ihr seht, wir brauchen Nahrung auch alles. Ja, wir sind einfach runtergelaufen. Ich weiß ja gar nicht, wieso. Eigentlich voll sinnlos. Wir können noch einen aufsammeln, habe ich gesehen. Dann machen wir das. So, erledigt. Auf jeden Fall muss ich später irgendwas fallen lassen. Weil so geht das ja hier nicht. Dass wir keinen Platz haben. Für nichts. Das ist ärgerlich. Ja, wir haben 20 Holz plus 2 extra. Hier kann man sogar noch Zeug sammeln. Okay. Gut zu wissen. Wir müssen jetzt schauen. Oh, hier sind Knochen. Das gefällt mir nicht. Oder habe ich die da schon damals erledigt? Alles. Ja, hier waren wir doch schon. Okay, wir können hier lang gehen nach oben. Hier haben wir auch Pick-up-Red-Gam und sowas. Das ist ja geil. Noch haben wir, also müssen wir mal hier wieder... Den könnten wir angreifen, wenn er nicht wegfliegen würde. Hier kreisen sie also, die ganzen. Und die fliegen weg, oder? Nee, doch. Aber man könnte sie theoretisch auch noch angreifen. Das freut mich. Ja, Spiky-Büsche geben uns auch Twitch heißen die so. Äste, also nur mit dem Nachteil, dass sie uns auch Schaden machen. Also nicht sehr vorteilhaft. So, hier könnten wir natürlich, wir sollten vielleicht auch ein bisschen rumminen, weil ich habe gar nicht so viel. Ja, die geben einem auch nur Steinchen, was ich aber auch brauche. Können wir auch mal, brauchen wir wohl neu. Ja. Also ist auch mal nicht schlecht, weil wir können ja sowieso nicht mehr aufsammeln. Aber nur mal hier rumminen. So. Und im Winter dürfen wir schon jetzt alleine besser klarkommen, weil wir ein paar Lagerplätze mehr haben als vorher. So, geht weg. Mir aus den Augen. Wir brauchen... Oh, Steinchen noch. Die letzten hier. So, einen... Nee, wir können 40 aufsammeln. Ganz vergessen. Okay, ja. Ja, was macht er hier? Komm, 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 komm. Ein Schlag noch. Wie willst du? Oh, Junge. Manchmal ist das schon sehr, es ist schon sehr kompliziert mit ihm und seinen Bedürfnissen, ja. Immer gegen irgendwas zu rennen. So, wir können hier ein Lager bauen. Eben nirgendwo. Tada. Und natürlich können wir auch hier kochen. Das ist sehr gut. Wir kochen alles weg, was es hier gibt. So. Und essen es natürlich. Da la 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 la, sehr lecker und so. Was war das? Egal. Und wir bauen natürlich auch wieder eine Holzkiste. Wir haben es ja. Oh Mensch, dann darf ich auch wieder Bäumchen hacken. Jedenfalls machen wir dann hier eine Build-Chest, ja. Da lagern wir dann wieder irgendwelches Zeugs, was wir gerade nicht brauchen. Und wir vielleicht ein andermal dann auch mitnehmen. Wie zum Beispiel das alles hier. Das brauchen wir vielleicht. Was sind das für Geräusche? Okay, das hat mich jetzt
irgendwie erschreckt. Dieses Geräusch. Wow. Gut, wir haben erstmal 18 Dings. Das muss reichen, oder? Oder wir hacken hier noch ein bisschen. Wir meinen noch hier ein bisschen die Steine kaputt. Weil, ehrlich gesagt, interessiert mich das. Haben wir die ja schon wieder weg. Also ich brauche unbedingt auch viele Steine. So 40 Steine sollte man schon im Gepäck haben. Weil wir die ja auch brauchen, um anderes Zeug zu basteln. Ja. Wir sind auf jeden Fall im Moment sehr satt. Das habe ich das Gefühl, ja. Das ist hervorragend, dass wir satt sind. Jo. Satt sein ist immer wichtig. Sonst sterben wir natürlich irgendwann. Okay, so langsam geht uns unsere Sanity runter. Unser geistiger Zustand. Ah, wartet. Den machen wir noch kaputt. So. Und das war's dann. Jetzt kommen wir endlich zu den Spinnen. Was ja unser Ziel war die ganze Zeit, diese Spinnen zu erledigen. Hallo, du Ziege. Ziegenfleisch ist bestimmt auch sehr lecker. Und natürlich müssen wir noch ein paar Bäumchen fällen. Deswegen machen wir das jetzt mal kurz. Weil wir haben wieder sehr wenig Holz. Und das kann ich, müssen wir aber mal, wir müssen. Wir brauchen unser Holz einfach. Das ist klar, wie Kloßbrühe. Ohne Holz nichts los hier. Okay, was sehe ich da oben? Weiß ich nicht. Aber das finden wir gleich heraus, ob das irgendwas Tolles ist oder einfach nur meine Einbildung mehr Einbildung spielt. Ein Häuschen. Ich habe also doch irgendwas Schönes bekommen. Gesehen. So, ihr seht also schon mal hier meine Chopsticks. Die sind unendlich haltbar quasi. Da. Die gehen einfach nicht weg, während andere Dinge schon längst. Okay, wir müssen wirklich. Das sind Zweierspinnen auch noch. Oh ja. Das Schweinchen hilft damit. Oh, oh, wir rennen auch mal weg. Ja, hier. Töten wir natürlich. Oh, oh. Guardian-Spinnen. Guardian. Ja, wir helfen hier mit. Und dann hauen wir ab, weil die mich verfolgt. Und da rennt er weg. Los, tötet die. Tötet, tötet Schweinchen. Los, erledigt. Sehr gut. Das hast du gut gemacht, Schwein. Da bin ich sehr stolz auf dich. So, die Guardians sind sehr böse und sehr stark. Okay, können wir hier... So, wir machen das Nest kaputt. Denn ich will die nicht hier sehen. Die können einen so auf einen so stark zuspringen, dass das hier einfach zu riskant ist mit denen. Okay. So, ja, ja. Kommt her, kommt her. So, erledigen wir. Sehr gut, eine Spinne ist hier weg. So, wir werden hier... Kommt doch her. Ja, wir müssen hier wohl und übel die ein bisschen anlocken auch immer. Ja. Okay, Schweinchen hat Witterung an sich genommen. Oh ja, wir haben die Spinne auch geschlagen, okay. Gab's hier irgendwas? Ja, die hat so Monsterfleisch da gelassen. Okay, okay, komm, 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 Schweinchen. Ja, das machst du gut. Okay. Ja. So, auch erledigt, ja. Oh, oh. Los, Schweinchen. Und jetzt tun wir hier ordentlich dieses verdammte Nest kaputt machen. Das ist nämlich sehr nervig, ja. Wenn diese ganzen Spinnen hier rumlagern. So, tot sind sie. Ah, verdammte Spinnen. Was war das gerade für ein Leck? Keine Ahnung. Egal. Wir haben auf jeden Fall unser Zeugs hier gemacht. Ein paar Spinnen erledigt. Hier gibt es aber bestimmt noch ein paar mehr Spinnen. Es wird spät wieder, ja. Danke nebenbei, Schweinchen. Er hat überlebt auf jeden Fall auch. Das ist wichtig. Oh, noch mehr. Egal, wir haben quasi genug erledigt. Wir können sie jetzt so einzeln hier rausjagen. Ja, okay, wir haben sie erledigt. Sehr schön. Und jetzt gehen wir schnurstracks. Wir müssen wirklich aufpassen. Zu dem Schweinchen und hoffen, dass... Komm her. Ja, wenn wir die Wächterspinne alleine hätten, wäre das auch okay. Alleine ist sie nicht ganz so böse. Aber wir müssen sie erledigen, wie ihr seht. Ja. Okay, ja, super, natürlich. Töten wir hier. Okay, erledigt, sehr gut. Oh, man muss aber wirklich aufpassen. Man muss aufpassen.
So, wir haben die Guardian, die gibt es noch einmal. Früher gab es zwei von denen immer drin. So, ja, egal, was die gerade hier erledigen, das Nest. Sehr gut. Damit haben wir auch, glaube ich, erstmal genug Silk. Muss reichen. Dann haben wir hier ab. Also wir finden noch so einzelne Spinnen. Ja, die töten wir dann. Wie ihr seht, können die nämlich gar nichts. Aua. Ich bin da reingerannt einfach mal. Sehr nützlich, sehr toll, ja. Aber mal in so eine Grube rein zu rennen. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Da haben wir so einen Lagerfeuerplatz. Da rennen wir jetzt hin, ja. Das ist okay. Ah, und so ein Ding, was ein Begräbnis haben will. Bedeutet das, dass wir ein neues Spinnenlager bauen, basteln quasi? Okay, wir schaffen es vielleicht auch noch zum anderen Lagerfeuer zurück. Wo hatten wir das? Da nicht. Das, was auch immer das sein soll. Da, ja, das schaffen wir vielleicht. Wir haben ja auch noch eine Fackel. Und dann können wir das Zeugs mitnehmen, was wir da gebunkert haben? Ich glaube nicht. Das lassen wir da erstmal drin alles. Genau wie dieses Spinnending. Wir nehmen das, was wir nicht brauchen, einfach nicht mit. Sowas hätte ich aber gerne zum Beispiel. Eigentlich hätte ich das auch gerne mit dabei. So, muss reichen. Wir schauen mal an, wie weit wir kommen mit unserem Zeugs. So, was habe ich gesagt? Runter quasi nur. Einfach runterrennen. Okay. Wir müssen uns auch irgendwie beeilen. Oh, wir haben schon wieder kaum Futter. Sehr ärgerlich. Aber bis zu unserem Lagerplatz schaffen wir es auch locker. Weiß jetzt nicht, ob die da Futter geben. Das würde ich ja gerne herausfinden, aber wir haben die Zeit drängt. Da ist noch so ein Nuggetplatz, okay. Hier sind überall noch Nuggets, die man aufsammeln kann. Also ich glaube, es ist nicht das Schlechteste, dass wir hier... da sind Twitches so umsonst. Dass wir hier einen Lagerplatz gebaut haben. Ja, seht ihr, überall auch Zähne und so ein Dreck. Oh, sobald es Nacht ist, sobald wir an unserem Lagerfeuerplatz gekommen sind, können wir dann auch, unser Futter futtern. Okay, sind ganz in der Nähe. Und hier ist auch irgendwo ein Weg, wie ich das gerade festgestellt habe. Dachte ich, ja, hier. Sogar ziemlich gut befestigt, ne? Aber auf jeden Fall ein Weg. So, den werden wir entlang gehen. Um unser Lagerplatz kommen wir dann. Hoffentlich schnell genug hin, ja? Der liegt genau da. Na. Wir müssen wohl oder übel jetzt schon das Feuerchen nehmen. Da, wir sind aber in der Nähe. So, wo ist er? Hier. Machen wir an. Machen wir natürlich an hier. Wieso ist das plötzlich so schnell? Hä? Okay, weiß ich nicht, aber wir verbessern auch unseren geistigen Zustand mal so ein bisschen. Und schauen, was wir so mitnehmen können. Natürlich, hier, diese Dinger lasse ich definitiv nicht hier drinne. Nicht alle zumindest. Ja, hier ein paar Steinchen. Wir haben da sowieso zu viele von. Lassen wir auch hier. So. Das ist sehr okay. Jetzt sind wir hier am Lagerfeuer, aber nicht für lang. Wir können auch die hier ein bisschen garen, soweit ich weiß. Na, nicht diese. Okay, andere Dinger. Kann man die nicht essen? Ich dachte, die kann man auch essen. Ah, von den anderen Bäumen, die kann man essen. Die sind scheinbar auch nahrhaft. Die ja wohl nicht. Schade. Okay, wo ist dann? Dann müssen wir hier ganz runter. Da, wo wahrscheinlich 1000 tote Häschen auf uns warten. Würde ich jetzt mal behaupten. So, zum nächsten Lagerfeuerplatz. Juhu! Da sind... Die lassen wir aber erstmal in Ruhe, oder? Wir haben ja schon mal Nahrung. Wir haben gerade auch nichts, um Nahrung aufzusammeln. Ja, einfach den Weg entlang. Dann kommen wir zum nächsten Platz. Wo wir vielleicht noch was aufsammeln. Ich weiß noch nicht. Wir haben hier eine Karotte. Wir haben hier noch... Oh, da ist sie ja. Nee, brauchen wir alles nicht. Doch, natürlich brauchen wir da irgendwas von. Nämlich die Nuggets eigentlich. Dann würde ich sagen, wir lassen das hier und nehmen die Nuggets mit. Genau. So, Nuggets. Und wir haben hier in der Nähe jetzt ziemlich viel Futter. Das passt mir sehr gut. Und einfach den Weg entlang gehen. Okay. Und bei der zweiten Abzweigung geht's weiter. Juhu! Und dann schauen wir mal, ob die Häschen alle tot sind. Weil wir sind jetzt ein paar Tage nicht da gewesen. Zweite, sagte ich. Das ist noch zu früh. Ja, leider. Ich hoffe nicht, dass denen was passiert ist. Ich hoffe nicht, weil wir natürlich auch Nahrung brauchen. Und verrottetes Hasenfleisch ist nun mal keine Nahrung. So. Ja, da haben wir auch noch Nahrung drin gehabt. Das ist sehr gut. Was soll ich wohl sagen? Wir müssen erstmal ein paar Dinge hier weglagern. Okay. Ihr seht, da sind auch ein paar Umgedrehte dabei.
Der Hase ist auf jeden Fall lebendig. Den können wir auch gleich mal erledigen. Was ist hier? Der ist schon tot gewesen. Okay. Das tote Fleisch hilft uns aber auch. So, das ist noch nicht vergammt gewesen. Das ist ja das Wichtige. Man kann die also da drin sterben lassen, was natürlich sehr grausam ist irgendwie. Weil die dann ja verhungern. Verhungerte Hasen. Nicht sehr nett. So, da auch noch. Ja. Okay, sammeln wir alles schön auf. Alles schön fleischig hier. Ja. Dann haben wir auch genug zum Ranhängen. Jetzt tun wir natürlich wieder erstmal diese abhängen. So, und das Fleisch hier ranhängen wieder. Trocknen, alles zu unserem Wohl. Da gerade ein Hase hier, hä? Egal, wir essen erstmal. So. Ist jetzt auch nicht mehr das Beste. Das hing ja auch ein paar Tage. So. Unser geistiger Zustand sollte sich auch jetzt wieder gebessert haben. Und ein paar Häschen, die wir hier aufsammeln. Häschen. Komm, schon hier. Wir töten die euch natürlich. Zwei weitere Häschen tot. Habe ich gerade irgendwas gehört? Ich glaube nicht. Das war wahrscheinlich die Maschine. So, theoretisch. Oh, noch ein Häschen. Alter. Wieso lässt er euch so leicht einfangen? Okay. Wir brauchen zwei neue. Dann würde ich mal sagen, bauen wir hier. Wir brauchen die Kohle dafür. Was brauchen wir noch, um. Gute Frage. Um das zu bauen? Seile. Viele, viele Seile. 6, glaube ich. Dann machen wir das kurz. 6 Seile sind immer schön nützlich. So. Jetzt sollten wir bauen können, nehme ich an. Yes. Sehr gut. Das ist Nummer 1. Weil wir haben ja jetzt noch ein paar Häschen. Deswegen dachte ich, schadet ja nicht, wenn man hier. Aha, hier kann ich bauen, da nicht. Dann machen wir es. So. Dann können wir auch das Fleisch besser verarbeiten, was wir hier bekommen. Und vielleicht auch in Zukunft. Hey. Wieso ist das umgedreht? Das ist natürlich ärgerlich, weil das tut immer noch die Dings ein bisschen. So, was habe ich jetzt gesagt? Wir wollen. Ach, egal, was ich wollte, steht ja jetzt hier nicht mehr zur Debatte, scheinbar. Was wir bauen, ist jetzt hier unser Lager für das trockene Feld da. Können wir hier machen, oder? Die Äste überall. Und dafür brauchen wir aber auch. Das ist wichtig, ein Gewitterding, damit wir nicht überrascht werden von irgendwas Schlimmem. Deswegen müssen wir hier das bauen, genau, die Winding Rod, nein. Was brauchen wir denn? Lightning Rod, da müssen wir auch ein paar Steinchen. Okay, du kannst nicht mehr tragen, das ist sehr schade, das legen wir deswegen kurz mal hier weg. Und dann können wir jetzt den Lightning Rod bauen. Ich würde sagen, hier unten irgendwo. Hier ist eine gute Stelle. Sehr gut. Da bauen wir dann unsere Zeplings hin, jetzt alle. So, ab hier, denke ich, ist das okay. Ja, ja, ja. Wir müssen mal darauf achten, dass man hier auch so hinlegen kann, genau. Immer schön droppen. Wie viel eigentlich? So viel wir Platz haben. Ja, machen wir hier weiter runter. Hab sowieso mehr als 40 Klopp gejagt. Und, ja man. Ist immer schwierig, so ein Feld anzulegen, glaube ich. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Die haben da 10 noch 30, okay. Hier können wir eins hinblauen, bauen. Und da unten noch. Und hier und dort. Und da ist auch schön. Und komm, ja hier. Sehr schön. Das ist sehr gut. Hier auch. Oh, das war's schon. Okay, bauen wir hier natürlich auch noch was hin. Das Schöne daran ist jetzt, dass der Lightning Rod da ist, dass er den Blitzschlag natürlich, wie der Name das schon sagt. Hey, da steht, dass ich das machen kann. Oh, Junge. So. Ja. Hier geht es scheinbar auch nicht. Doch, da steht, es würde gehen, aber will er nicht. Dann nicht. Oh, Wilson, du bist sehr wählerisch. So, hier noch. Ja, und das stört natürlich jetzt dieses Ding. Sammeln wir kurz auf. Das hat da nichts verloren.
So, und die nächsten. Dann haben wir auch wieder Platz überall. So. Und wir haben dann in der Nähe hier immer schön das Feld für die Twitches. Ja, ja. Komm, das mache ich noch, bevor der Tag endet. So, haben wir geschafft. Oh, da haben wir ja einiges erledigt dann, würde ich behaupten. So, was wollte ich jetzt eigentlich bauen? Wir wollten, ach ja, was zum Kämpfen. Der Boomerang. Ach so, wir brauchen Holzding, alles. So, wir brauchen das. Und wir brauchen Feuer. Feuer, Feuer aus Gras. Ne, aus den Twitches, die haben wir. So. Die haben wir ja zur Genüge. Würde ich behaupten. So, was haben wir gesagt? Wir brauchen auch Kohle. Und diese Spinnendinger. Und dann haben wir, bauen wir ein paar Boomerang. Also bauen wir mindestens einen Boomerang. Können wir nicht bauen, hä? Tue ich doch, hier. Jetzt kann ich Boomerang bauen. Wir bauen... Können wir noch einen bauen? Nee, da brauchen wir nochmal Holz. Ja, machen wir. Sehr gut. Ich bin so hungrig. Ja, tut mir leid. Können wir gerade nicht... Zwei davon müssen erstmal reichen. Natürlich sind sie nicht ewig nutzbar. Aber damit hat auch keiner von uns gerechnet, glaube ich. Jedenfalls habe ich zwei. Die sollten insofern reichen. Dass wir dann... Ja, so. Wir haben auch noch eins hiervon. Ach, unsere Dings ist auch schön nach oben gegangen. Okay, ich würde sagen... Wir sammeln jetzt wieder Futter. Das ist der zweite oder schon der dritte Tag? Muss ich kurz mal reingucken. Okay, wir können noch einen Tag machen auf jeden Fall. So, das nächste, was wir machen, ist dann wieder unsere Nahrung jetzt sammeln. Das hier ist oberste Gebot und nach Fußspuren suchen. Unbedingt nach Fußspuren suchen. Nachdem wir vollgefressen sind. Hier sind überall. Hier überall ist Futter. Oh ja, hier glaube ich. Da suchen wir jetzt nach Futter. Und wieso habe ich das Monster Meat? Na egal, jetzt haben wir Monster Meat dabei. Hier können wir auf jeden Fall viel Nahrung aufsammeln. So. Und dann können wir dieses komische Viech. Wir können jetzt alles im Prinzip töten. Alles, was wir aus der Entfernung töten müssen eben. Zum Beispiel solche ja, starken Gegner. Und dann den Boomerang aber wieder aufsammeln. So, oh. Schaut, hier ist der Waldgeist. Aber wir haben nichts getan. Wir sind nicht schuld. Und ich muss natürlich hier lang. Egal, egal. Den entkommen wir locker. Hallo. Wieso ist der überhaupt da entstanden? Haben wir das doch vielleicht zu verschulden? Ich weiß es nicht. Aber hier waren auch noch Büsche. Ciao. Oh, Mensch. Was für ein gruseliges Gesicht. Wie viele brauchen wir, um satt zu werden? So 20 lassen wir dann, oder? 20 ist okay. Wir haben ja auch ab und zu mal etwas, was den geistigen Zustand dann erhöht. So, wir müssen unbedingt mal diese Fußspuren finden. Die tauchen doch normalerweise mal irgendwo mal auf. Ich möchte für den Winter diesmal deutlich besser vorbereitet sein, nämlich. Als damals. Wir sammeln jetzt keine Karotten auf. Wo ist das Viech? Falsch, wo ist das? Egal, ich hab's zwar gehört, aber es ist weg. Es ist leider weg. Irgendwo ist es hier auf jeden Fall. Das Vieh ist doch nicht einfach weg. Ich hab's gehört. Und ich will's haben. Da. Wir müssen, wartet. Wir müssen irgendwie... Hey, nicht. Komm, 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 hier. Ja, und... Ja, rechtzeitig drücken, dann... So, ja. Dann können wir es aufsammeln. Oh, wir haben es getötet. Schaut, wir haben einen Goppel getötet. Und wir haben gleich das Fleisch aufgesammelt. Sehr lecker, oder? Und das hat wie viel Prozent jetzt verloren? Das verliert auch weniger. 10% pro Schlag. Okay. Dann wissen wir das jetzt auch. Dass das, ja, viel Schaden macht, aber auch viel verbraucht. Okay, ja, okay, halt, wir haben jetzt genug Futter, denke ich. Auch wenn wir es demnächst mal sammeln, essen sollten. Wichtig ist jetzt, dass wir auf jeden Fall, wir können jetzt auch Hasen damit natürlich jagen. Aber das wäre Verschwendung.
Wir suchen nach Fußspuren. Ja, den können wir auch aufsammeln, wenn er schon in der Nähe ist. Fußspuren, die uns zum Ziel führen. Zum Koelafant. Ist das eine Fußspur? Nee, ich dachte, ich hätte hier was gesehen. Schade, die sind hier immer irgendwo mal zu finden. Und wir sollten das finden, bevor es dunkel wird. Das wird jetzt das Ziel sein, unsere nächsten Ziele. Dieses verdammte Viech ausfindig machen und töten. Mindestens einen. Dann dürften wir vielleicht schon, ich bin mir da nicht sicher. Oder eventuell auch zwei. Dann könnten wir alles finden, was wir brauchen. Und nebenbei können wir die Welt dann durchsuchen. Das wäre auf jeden Fall nicht das Schlechteste. Aber hier geht es auch nicht wirklich weiter. Egal, wir können da oben auch Fußspuren finden. Das wäre vielleicht sogar ganz cool. Ja, wir haben spät abends, wir verhungern. Super Sache. Wir haben so ein Gobble-Missviech erledigt. Das ist schön. Okay, also es ist zwar jetzt schwierig zu finden, wonach wir suchen. Nach Fußspuren, aber nicht unmöglich. Es ist ja nicht so dunkel jetzt im Moment, also würde ich sagen, es geht noch. Ja, aber ich finde hier keine Fußspuren. Das da sind leider nur irgendwelche Nester. Sehr schade, aber hier haben wir noch einen Berrybusch. Sehr gut, hier. Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet für Angriffe. Und gegen vieles. Ja, hier ist nichts, schade. Nicht, dass ich jetzt auch welche verpasse. Aber ich bring's gar nichts mehr um die Zeit. Wir müssen ja in der Nacht dann das Viech jagen und naja. Das bringt's echt nicht. Dann gehen wir erstmal zurück, würde ich sagen. Leider. Und Hasenfleisch aufsammeln. Da ist eine Fußspur. Los, aufsammeln. Geht nach unten hier. Okay. Ich hoffe, wir finden das Viech. Das ist so echt cool. Da ist das nächste. Aufsammeln. Wo geht's lang? Hier lang. Sieht das richtig, oder? Okay, okay. Wir finden das Viech. In der Nacht auch. Fehlt noch keine Spur. Schade, ich glaube, wir haben die schon wieder verloren. Kann das sein? Weil hier meinte er und hier ist gar nichts. Echt traurig, wenn man die Vorspur mal gefunden hat und dann wieder aus den Augen verliert. Echt hardcore traurig, ja. Ich sehe auch hier wirklich gar nichts. Vielleicht da? Nee. Hier ist nichts. Keine Fußspur. Oh, ich glaube, wir fangen gerade. So. Also, ihr seht. Ja, dass wir die Fußspuren deutlich verloren haben. Trauriger Mist. Was soll man dazu sagen? Nächste Folge wird es vielleicht besser. Dann spüren wir hoffentlich was auf. Und jagen das Viech. In Grund und Boden werden wir das jagen. Und töten. Oh ja, wir werden es richtig töten. Okay, ich würde sagen, wir müssen jetzt hier irgendwo eine Lagerbaustelle bauen. Lagerbaustelle vor allem. Ein Lagerfeld. Hier ist es okay. Ja, bauen wir hier auch. Solange ich genug Steine habe, können wir das ja machen. So, wir kochen. Eines erstmal und essen es. So. Und jetzt den Rest. Immer schön kochen. Wir haben nämlich viel Nahrung aufzuholen. Wir sind ja fast verhungert, Alter. Wir haben sogar Schaden bekommen. Weil wir nicht genug Nahrung hatten. Ja, logischerweise. Wir waren am Verhungern. Und der Name sagt, wir dürfen nicht verhungern. Also sorgen wir dafür, dass wir nicht verhungern. Oh Mann. Ich bin Captain offensichtlich. Und das habe ich auch noch auf Deutsch gesagt. Oh Junge. So. Tötet alles schön hier. Oh, Essen. Ich meine Essen, ja. Also ist jetzt nicht unbedingt töten, was wir hier machen. Wir können keine Berries töten. Also schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. So, ich würde sagen, ich packe mal Waffen bei 2 jetzt hin. Und die lassen wir so. Weil ich glaube, ich hoffe zumindest, die platzieren wir dann einfach um. Also, komm schon, komm, Nacht. Sei vorbei. Wir müssen dann sowieso die Folge beenden, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hiermit beenden wir die Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dürft ihr gerne ein Däumchen nach oben geben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch kommentiert. Und dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Und dann jagen wir dieses verdammte Koelafant. Ciao.